Ja, hier ist wieder IGMBS und heute testen wir Italian Style Bruschetta Chips in drei verschiedenen Variationen von Maretti. Ja. Einmal haben wir die Bruschetta Chips mit dem mediterranen Gemüse. Dann haben wir hier den langsam gerösteten Knoblauch. Und wir haben den süßen und wir haben das süße Basilikumpesto. Sieht interessant aus und jetzt schauen wir mal, wie das schmeckt. Hier seitlich haben wir die Zutaten. Hier haben wir die deutsche Variante. Gebackene Weißbrotscheiben mit mediterranem Gemüsegeschmack. Ja, hier hinten sind die Nährwertangaben. Sehr unübersichtlich. Ja, und dann würde ich sagen, wir machen das Ganze einmal auf, denn der Inhalt ist sehr interessant. Und da sehe ich gerade, es gibt wohl auch noch eine Variante mit Tomate, die ich allerdings jetzt nicht habe. Nun, das heißt, da haben wir immer noch etwas weiteres zum Testen, falls sie uns schmecken. Falls sie uns nicht schmecken, dann können wir froh sein, dass wir diese Variante nicht probiert haben. Nun ja, jetzt machen wir es mal auf und dann bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt jetzt. So, so sieht das aus. Oh, das sieht gut aus. Schaut mal, wie das aussieht. Das sieht intensiv gewürzt aus. Oh ja, das sieht optisch schon mal sehr gut aus. Dann probieren wir mal. Da muss ich sagen, die Geschmacksrichtung gefällt mir schon mal sehr gut. Da hat man eine gute Würzung, weil manchmal, das ist ja so eine Art Brotchips und manchmal sind die einfach so lasch gewürzt und dann bin ich immer enttäuscht. Aber hier, da kommt ein ordentlicher Geschmack mit, sehr fruchtig irgendwie, das kommt vielleicht von den Tomaten. Sehr intensiver Geschmack, das gefällt mir wirklich gut, also die kann ich nur empfehlen. Jetzt gehe ich hier einmal weiter. Denn das hier sind die gebackenen Weißbrotscheiben mit geröstetem Knoblauchgeschmack. Knoblauchgeschmack, das klingt auch sehr gut. Gut, hier sieht man jetzt die Würzung nicht ganz so stark, aber es ist natürlich auch Knoblauch, den sieht man ja sowieso nicht so gut. Probieren wir mal. Oh ja. Ja, also man muss sagen, der Hersteller macht definitiv etwas richtig. Das ist ein richtig intensiver Knoblauchgeschmack, wie man ihn haben möchte. Also da kann ich überhaupt nichts kritisieren. Das ist ein richtig guter Snack. Schmeckt mir sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Ja, also
Da kann ich jetzt schon mal sagen, schade, dass ich die Tomatensorte nicht habe. Die muss ich unbedingt probieren, weil die wird wahrscheinlich auch richtig gut sein. Aber jetzt haben wir vorher noch dieses hier. Wir schauen mal kurz. Gebackene Weißbrotscheibe mit Basilikumpesto-Geschmack. Ja, ich habe das ja von mit süßem Basilikumpesto übersetzt. Haben die hier nicht gemacht. Ich weiß nicht, was das Sweet genau soll. Wir werden es herausfinden. Oh ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, weil Basilikumpesto, da könnte ich mich ja auch reinlegen. Ja, das sieht schon mal wieder sehr gut gewürzt aus. Also da sieht man deutlich den Basilikum. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Jetzt probieren wir mal. Ja, muss ich jetzt nochmal probieren. Ja, das, ja. Die gefallen mir jetzt am wenigsten von den dreien. Jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Die werden geschmacklich richtig gut, weil der Pesto-Geschmack kommt sehr gut raus. Allerdings haben die Käsepulver mit reingemacht. Ich habe es nämlich in den Mund genommen und habe gedacht, oh nee, Käse. Und es ist Käsepulver mit drin und das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Wenn ihr mich ein bisschen verfolgt, wisst ihr, ich mag so Käse-Chips, Käse-Snacks. Das ist einfach nicht meins. Obwohl ich Käse so mag, aber auf Chips, finde ich, geht das einfach gar nicht. Jedenfalls, dadurch kommt vielleicht auch dieses Sweet zustande, weil dieser Käse macht es tatsächlich so ein bisschen sweet. Finde ich ein bisschen schade. Hätte man den Käse weggelassen, wäre es richtig geil, aber so ist es mittelmäßig. Also die zwei, auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Die hier, wenn ihr Käse mögt, wenn ihr Pesto mögt, werden die euch sicherlich schmecken. Ansonsten, lasst ihr es besser, weil es schmeckt dann schon sehr nach Käse. Ja, gut. Das war's für diesen Teil hier. Falls ich irgendwo diese Tomatensorte mal noch aufgetrieben bekomme, werden wir die wahrscheinlich auch noch testen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Lasst mich mal wissen, ob ihr die schon probiert habt, wie sie euch geschmeckt haben. Und ciao. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, euch noch zwei weitere anzuschauen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.